Ach ja, jetzt komme ich ja zu dem zweiten Teil, nicht zweiten Teil, zu einem dritten Teil von dem Maschinenblock. Wo ich aber auch keine Ahnung habe, was für einen Code ich verwenden muss. Findet man das irgendwo vielleicht hier in dem Raum? Also, hier, ja doch, hier in dem Vorraum? Beziehungsweise in diesem Bereich. Kann ich eigentlich mich hier hinporten endlich? Ja, kann ich. Gardell County Gefängnis, Texas. Verdammt finster hier drinne. Wie gesagt, zur Not gucke ich mir auch einfach an, zu einem späteren Zeitpunkt, was die Codes da eigentlich sind. Weil ich habe nicht unbedingt jetzt so eine Lust, das herauszufinden, wenn die Dinger einfach irgendwo versteckt sind. Das Einzige, was ich, wenn dann höchstens mir angucke, ist, wo man die denn finden soll. Weil irgendwo müssen die ja sein, die Codes. Kann ja nicht sein, dass sie einfach nirgends in der Gegend rumfliegen. Wäre ja ziemlich schwachsinnig, wenn dem so wäre. Oder sind die doch in den Texten versteckt? Das kann möglich sein, aber glaube ich irgendwie nicht. Einer von den Hebel? Es scheint so, als wenn keiner von denen Hebel hätte. Kann trotzdem nicht schaden, die auseinanderzunehmen hier. Wait, what? Oh, die anderen Knarren habe ich hier nicht zur Verfügung stehen. Tatsächlich. Die habe ich nur in der realen Welt. Oder in der lebenden Welt. Interessant. Und ich schätze mal, da hinten ist bestimmt eine Tür, die ich aber nicht öffnen kann, richtig? Na, doch, da ist so ein Ding. Was ist das denn da oben? Ach, das sind zwei Typen mit Gewehren, okay. Ja, aber okay, da ist ein Durchgang. Ist wieder beim Zahnarzt. Oh yeah, ich habe schon wieder so zwei von diesen Fetten hier. Oh klar, und direkt vor der Tür auch sogar. Das ist aber ein bisschen unfair. Sag mal, Leute, findet ihr das nicht ein bisschen unfair? Ich meine, so, wäre schon ganz geil, wenn ihr nicht die Rampe... Oh, ja klar, jetzt kommt sie sogar in den Raum hier rein. Das ist immer nicht schön. Au. Okay. Schöne Schockwelle. Einer ist besiegt. Ja. Gib her das Ding. Deine Seelen gehören mir.
Oh, cool. Die Geschosse sind weitergeflogen, haben mich getroffen, aber keinen Schaden verursacht, weil ich wohl in dem Zeitraum Invincibility Frames habe. Sehr nice. Alter, macht der mega Schaden im Nahkampf. Okay, ja. Die Dinger verschwinden nach einer gewissen Zeit, gut. Die dunklen Seelen gehören mir. Alter, diese Viecher sind wirklich echt gefährlich. Die machen mega viel Schaden. Bitte lass da Gesundheit drin sein. Oh ja, her damit. Gott sei Dank. Ist da auch Gesundheit drin? Nein. Nur ein Schädel. Was macht der hier? Okay. Da muss ich wahrscheinlich über die ganzen komischen Käfige da wahrscheinlich rüberjumpen, damit ich da hinkomme. Doppelsprung habe ich nicht. Ja, schon geil, aber leider habe ich den nicht. Aber ein bisschen knapp hier. Warum geht die Kamera plötzlich näher dran? Das ist doch hinter mir gar keine Wand, oder? What did? Ach so. Ein Pürierstab, okay. Da geht's hoch. Und das sind wahrscheinlich nur ein paar Fässer mit Cordon Bleu? Nein, Gesundheit. Genau das, was ich gerade überhaupt nicht brauche. Wie viele von den Cordon Bleu habe ich eigentlich gerade? So viel, dass ich schon fast zweimal meine Gesundheit erweitern kann. Ja, sehr nice. Okay. Ach so, okay, ich muss jetzt da lang. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Da kann ich jetzt aber nicht hochklettern, oder? Nee. Ach so. Ist nur eine kleine Abkürzung, damit ich da ein paar von denen ignorieren kann, oder was? Shit, schon wieder so ein großer Raum, ja. Oh, was? Wie? Nö, 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 lass mich in Ruhe. Den Hebel betätige ich mal da jetzt lieber nicht. Wahrscheinlich kommt sonst ein zweiter dann raus. Oh, das ist nicht gut. Ich habe hier kaum Wände. Kaum Deckung, kein gar nichts. Und der Typ, der tritt nur gerade und ist zu blöd zu kämpfen. Was gut für mich ist. Na, Großer, kein Plan, wie man kämpft? Ah, kein Problem. Ist eh tot. Brauchst jetzt auch nicht mehr herausfinden. Ja. Die dunklen Seelen gehören mir. Wie viele brauche ich noch? Vielleicht fünf? Keine Ahnung. Okay, bringt einen Käfig rein.
kann ich nicht nochmal betätigen. Warum sind da so viele Idioten drin? Was ist das denn bitte für ein Überraschungsangriff da? Holla die Waldfee, okay. Was haben wir dahinter? Ist das diese eine Tür, die man vorher sehen konnte, die aber zu war? Scheinbar. Sind in diesen komischen Kisten oder Koffern Fleisch drinne? Warum ist da Fleisch drinne? What the fuck? Diese Typen, die sind hier echt strange. Oh, ich kann da wieder hochjumpen, okay. Ach nee, das ist wahrscheinlich diese Tür, die ich nicht aufmachen. Die verschlossen ist. Und ich schätze mal, ich kann das jetzt hier wohl benutzen, um da reinzugehen. Ja. Yep. Und ich werde dann wohin gebracht. Na dann. Mal gucken, wo der Käfig Express mich hinbringt. Aber es sind ja unzählige von diesen Käfigen. Und wahrscheinlich will man damit die Apokalypse herbeirufen, wa? Indem man quasi eine Armee aus diesen Reihenformen hat. Da ist eine offene Tür. Ach so, die Taschenlampe kann ich nicht benutzen hier. Stimmt ja. Ah, da ist ein großer. Na, kannst du raus? Scheinbar wohl nicht. Tja, schon blöd, wenn man da nicht raus kann, wa? Oh, da sind zwei Seelen. Ach komm, muss ich jetzt extra in den Raum rein, damit ich die alle erschießen kann, oder was? Kann ich da jetzt einfach reinjumpen? Oh, tatsächlich. Das sind aber echt beschissene Behälter. Ich gebe mich ihr hin. Wer baut denn solche Dinger? Wer baut denn sowas? Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Tank, der geschlossen ist und nö. Kannst einfach oben reinspringen. Wer baut denn sowas, ey? Dunkle Seelen gehören mir. Was war hier jetzt nochmal gewesen? Gar nichts. Okay, gut. Aber ich habe jetzt wahrscheinlich den einen Dicken da rausgelassen, wa? Nee? Der ist immer noch in seinem... Oh, okay. Ja, gut.
Ich will ihn aber auch da rausbekommen. Ich will seine Seele. Was habe ich damit gemacht? Habe ich jetzt den da unten freigelassen oder wieder was? Das hier öffnet wahrscheinlich die Tür da über mir. Yep. Okay, das öffnet die Käfige. Ich weiß aber nicht, was das eine Ding gerade gemacht hat. Weg von dem, ich will nicht in seiner Nahkampfreichweite sein. Oh, wait a second. Ja. Dunkle Seelen gehören mir. Habe ich ein neues Level bekommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ich bin bei Level 8. Da muss das wohl mit dem 71. oder 72. gewesen sein. Okay, cool. Dann kann ich ja jetzt auch die Tür mit der Nummer 8 öffnen. Sehr geil. Ach so, ich glaube, der hier oben ist der einfach nur. Ich glaube, der ist einfach nur dafür da, damit du den Käfig rufen kannst. Der da hinten steht, mit dem ich hier hingekommen bin. Ich habe bis jetzt aber immer noch nichts hier ungewöhnliches. Ah, okay, jetzt bin ich hier bei dem Pumpenraum wieder einmal. Nichts Ungewöhnliches gefunden. Was mir sagen könnte, wie die Kombination für diese Dinger hier ist, für die Pumpen. Ich sehe jetzt da eine 6, aber das soll wahrscheinlich sagen, Pumpe 6, mehr nicht. Wie ist der Code für den Scheiß hier? Warte mal ganz kurz. Ich guck mal hier kurz rein. Ich glaube aber nicht, dass hier was drin steht. Ich überfliege den ganzen Kram nur kurz, aber. Warte mal, sein Reich habe über die Welt gebracht und bla bla bla. Führer der 5. Nee. Ich hab da jetzt nichts so auf der Schnelle gesehen. Kein Plan, wo hier irgendwo der Code dafür sein soll. Bestimmt nicht hier, oder? Ist das in dem ersten Bereich gewesen, also quasi vor dem Maschinenblock? So dass ich dann quasi irgendwo in der Morden Street, beziehungsweise im Gull County Gefängnis, irgendwo irgendetwas finde, was ein Hinweis darauf ist, wie der Code hier ist, den ich da verwenden soll. Also wenn dem so ist, ich habe dann ehrlich gesagt keine großartige Lust dann rumzusuchen, wie blöde, dann gucke ich dann lieber einfach ins Internet, in der Hoffnung, dass ich da was finde und mach dann da was. Na gut. Okay. Wobei. Nee, ich geh mal Dingenswurms.
Nope, du schießt mich nicht an. Ich will dahin. Na hoppla, warum bin ich denn jetzt so rot auf einmal? Ich gehe jetzt mal eben... Ah, verdammt. Gesundheit abholen. Nein, falsches Teil. Und... Guck mir ein paar Gänge an. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas Nützliches finde. Oh, diesmal droppen die aber keine. Ha. Merkwürdig. Diese Gaben bringe ich euch dar, o huldvolle Loa, o großmütige Loa. Ein spiritueller Handel für weiteres Leben. Ah, die Lebenskraft brennt so stark in mir. Genauso wie all die ganzen dunklen Seelen. Was brennt mehr? Die dunklen Seelen oder dieser komische Lebenssaft? Wo war das nochmal? Das war, glaube ich, vor dem Tempel des Feuers? No. Asyl? Tempel der Prophet. Ich glaube da. Warum zum Geier ist denn da die Gesundheit? Man sieht das Glitzern der Gesundheit noch. Wo ist die Gesundheit überhaupt gewesen? Ich muss den Ort hier nochmal mir genauer angucken, weil hier fliegen bestimmt auch noch ein paar Sachen herum. Au. Meine Nase fühlt sich platt an. Gut, wo war das jetzt nochmal? Ich glaube... Ah nee, warte mal, ich kann das Ding hier unten benutzen. Da komme ich ja schon dahin, wo ich hin wollte. Muss ich nur hochjumpen. Gab es eigentlich mehr Türen mit einer 8 dran? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Das hier ist glaube ich eine 8, ne? Kann sein. Was sagst du mir, Tür Nummer 8? Über das Reich der Toten. Du sagst mir, dass ich deinen Pfad entlang gehen soll. Okay. Und wo komme ich dann am Ende an? Hoffentlich keine Abkürzung zu irgendeinem anderen Bereich, wo ich überhaupt nicht sein will. Das führt mich wieder zurück zum Asyl. Okay. Wo bin ich da? Dort drüben liegt der alten Stätten letzte. Die Prüfungen der Gottheit zum Beweis, dass ich er bin, der die Seelen an sich nimmt. Der Shadowman der Prophezeiung. Erprobt, bewährt und dargebracht auf dem Altar seines verfluchten Schicksals. Denn es kann nur einen geben in einer langen und begierigen Reihe der Kriegsgötter. Ich bin es. Der Beweis ist klar zu sehen. An meinem Rücken, meinen Armen und in meinen Augen. Ich bin er, der Shadowman der Prophezeiung. Der immer noch Texte hat, die einfach sowas von falsch sind. War das gerade Lava an der Decke? Und warum ist das da an der Decke? Und das ist hier der Tempel des Blutes, wo ich den Nager bekomme. Oder wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich scheinbar dann hier in Lava schwimmen. Denke ich mir mal. Dachchen, Schwester, wie geht's denn so? Soll ich die Kiste wieder vorziehen? Ich meine, ist ein bisschen kühl so ohne diese
Wandheizung da vor dir, aber naja. Bist ja versteinert, ich glaube, das sollte dich nicht unbedingt weiter jucken dann, ne? Da kann ich nicht hochjumpen. Hopp! Wach geworden. Hat wohl den Bäcker gehört. Oh, die war schnell tot. 3 voll aufgeladene Schüsse und schon weg vom Fenster. Ja, und wie mache ich das jetzt hier weg? Oh, 9. Okay. Kann ich da überhaupt lang? Ist das überhaupt ein Weg? Ah, da ist ein Knopf. Toll, ich habe einen von den Statuen versenkt. Ah, kann ich hier hoch? Da ist eine Blutwand. Ich muss dran denken, die Knarre einfach länger gedrückt zu lassen. Die Maustaste länger gedrückt hat zu halten. Damit die Waffe voll aufgeladen ist. Meine Güte, ich kann langsam auch nicht mehr reden. Hier geht's zurück. Hier ist aber auch gar kein Knoppers. Wo ist der zweite Knopf? Ach, da unten. Ich finde das gerade so unsinnig, dass du da rechts nicht hochklettern kannst. Dass du unbedingt jetzt beide dieser Statuen oder was weiß ich, was das da genau ist, da versenken muss, damit du überhaupt jetzt da den Weg entlang gehen kannst. Finde ich irgendwie ein bisschen unsinnig. War das gerade wieder so eine Schwester, die da geschossen hat? Das ist irgendwas Blaues, ich weiß aber nicht, was das ist. Naja, wieder eine Schwester, die mit dem Kopf durch die Decke geht. Okay, nette Außenwelt, die ich da sehe. Da unten ist ein Govi in einem Käfig, wo ich nicht reinkomme und irgendwo durch Lava schwimmen muss, damit ich rankomme. Hier entlang, Mikey! Oder willst du wissen, wo ich lang gehen soll? Du lebst wahrscheinlich schon seit ungefähr 5 Jahren nicht mehr, von daher. Oder willst du wissen, wo es lang geht? Warst du schon mal hier? Verdammt! Hier entlang, Mikey! Schön in die warme Plörre! Ist angenehm warm hier unten! Brutzelt ein bisschen, wenn du drin bist, aber ist angenehm! Nach 2-3 Minuten hat sich dran gewöhnt. Größtenteils aber auch deswegen, weil du die Schmerzen da nicht mehr spürst. Weil sämtliche Nerven abgebrannt sind. Bäh! Wieder schön rein in die 1000 Grad heiße Orangensaftpumpe. Ah, das ist eine Tür. Okay, woher soll man wissen, dass das eine Tür ist? Woher soll man wissen, dass das eine Tür ist? Ich habe gedacht, das wäre einfach eine Wand. Das ist eine Sackgasse, kann das sein? Das ist eine verdammte Sackgasse. Warum kann ich in erster Linie überhaupt hier hin? Ah, ich muss glaube ich irgendwo das... Ja, da ist ein Knopf, damit ich diesen Hammer betätige, damit ich das hier umwerfe. Okay.